Du hast ganz am Anfang gesagt, dass die aktuelle Lage für viele Menschen ja traumatisierend ist. Könnte man sagen, dass die aktuelle Lage eine ohnehin schon sehr stark traumatisierte Gesellschaft noch stärker traumatisiert? Ja, klar, das habe ich in meinem Buch, das 2018 erschienen ist. Wer bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft? Habe ich das ja schon so formuliert. Also für mich sind die meisten Gesellschaften, die wir haben, die meisten Staatsgebilde, die wir haben, sind aus Trauma entstanden, werden von traumatisierten Menschen auch in den Führungsetagen geleitet. Also ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass eigentlich nur jemand, der also in der Lage ist, sozusagen seine Traumata so stark abzuspalten, dass er sich sozusagen in den Kopf flüchtet, in Konzepte flüchtet, dass nur eigentlich der in der Lage ist, in eine Machtposition zu gehen. Also im Grunde kann man vielleicht sogar sagen, die Macht, jemand ist mächtig, je mehr er sich selbst abspalten kann. Ja? Je mehr du dich abspalten kannst, je weniger du letztendlich auch Mitgefühl hast, mit dir nicht, mit anderen nicht, je mehr du eben dann auch Gewalt rechtfertigen kannst, weil das kannst du als gesunder Mensch, kannst du keine Gewalt rechtfertigen. Ja? Als gesunder Mensch mit einer gesunden Psyche würdest du sofort sagen, nee, ich will ja auch nicht, dass andere Menschen mir Gewalt antun. Also warum soll ich den Menschen Gewalt antun? Das heißt, nur wenn du eben die Gewalt, die dir angetan worden ist, so tief abspalten kannst, den Schmerz in dir so tief abspalten kannst, dass dich da quasi nichts mehr erreicht. Das ist eigentlich die Qualifikation dafür, in Führungspositionen zu gehen, in Machtpositionen zu gehen. Und das heißt also, wir sind, wenn man sich das auch anschaut, wir sind beherrscht von traumatisierten Menschen, die eben so in der Spaltung sind, dass sie eben nicht mehr fühlen, wie es dem Volk geht, wie es der Bevölkerung geht, wie es den Menschen geht, weil sie nicht spüren, wie es ihnen selber geht und die von daher natürlich dann ein System, ein Gewaltsystem auch aufrechterhalten können. Und ja, und von daher ist diese, sind die Gesellschaften, die, denen es auch auf eine gewisse Weise verboten ist, ja, die Wahrheit auszusprechen, wie gewaltsam wir eigentlich sind. Also wie sehr die Gesellschaft von Gewalt durchdrängt ist, auch von sinnlosester Gewalt. Wir sehen das jetzt auch wieder mit Afghanistan, ne? Also da jetzt 20 Jahre lang da ein ohnehin traumatisiertes Volk wie die Afghanen, ne, mit den verschiedenen Stämmen, wo man, wenn man ein bisschen hinschaut, sieht man ja auch, was da an patriarchaler Gewalt ausgeübt wird, ja. Und wenn man jetzt da noch hingeht von außen, ja, und dann mit Militär in so ein Land reingeht und dann nochmal zusätzlich Gewalt in so ein Land bringt, ist ja eigentlich der Wahnsinn, ja. Das ist, kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass man sowas überhaupt machen kann, ja. Aber wenn du traumatisiert bist, dann machst du das. Dann rechtfertigst du das und bis dahin sogar, dass diejenigen, die in Gewalt einsetzen, am Schluss sogar Atombomben bauen, ja, und dann sagen wir, ja, keinen Notfall müssen wir sogar die Atombomben schmeißen, ja. Also so weit kann man abgespalten sein von sich selber und vom Gefühl für andere. Und leider sind die meisten Gesellschaften werden beherrscht von solchen Menschen, die da so traumatisiert sind. Wobei man immer sagen muss, also die Traumatäter, du wirst ja nie Traumatäter aus dir selbst heraus, weil du ein schlechter Charakter bist, weil du ein böser Mensch bist oder weil du ein Teufel besessen bist. Ne? Das sind ja so Konzepte, die man früher hatte. Und heute haben wir das Konzept der narzisstischen Störung, des Psychopathen, des Soziopathen. Aber das stimmt so nicht. Ja? Kein Mensch wird als Soziopath und Psychopath geboren, sondern jeder kommt erstmal in die Entstehung, entsteht mit dem Bedürfnis, das ist jetzt der Titel von meinem Buch, ich will leben, ich will leben, ich will nicht sterben, ich will nicht tot sein, ich will mir auch nicht sofort wieder verabschieden von dieser Welt. Ich liebe, ich habe ein riesiges Lebenspotenzial da in mir und ich will auch geliebt werden. Also das, so fangen wir an. Und nur, wenn das bedroht ist, wenn dein Leben bedroht ist, wenn dein Leben früh schon bedroht ist, zum Beispiel, dass du eben, ja, dass du gar nicht da sein sollst, ja, und vielleicht sogar ein Abtreibungsversuch gemacht worden ist. Wenn du erfährst, dass deine Liebe nicht angenommen wird, weil deine Mama ist nicht da, du kommst nicht hin und dein Papa ist auch nicht da, damit er deine Liebe annimmt, ja. Und das andere, ich will geliebt werden, ja, dass du wirklich dann auch das Gefühl bekommst, ja, es ist schön, dass es dich gibt und wir freuen uns, dass du da bist und so. Also wenn das alles nicht gegeben ist, dann
ist es so schmerzhaft, dass die Menschen eben diese, dass sie traumatisiert sind, dass sie Traumaopfer sind. Und aus diesem Traumaopfersein heraus entwickelt sich dann der Traumatäter, Stück für Stück. Ja, mit jeder Verletzung, die dazukommt, mit jedem Umfeld, das unsensibel auf ihn reagiert und so, und noch weiter in dieses du bist nichts wert Ecke stellt, umso heftiger werden die Menschen dann auch Traumatäter. Und am Schluss enden sie dann wirklich bei denen, die dann Waffen bauen, Waffen einsetzen, Atombomben bauen und ohne mit der Wimper zu zucken Befehle erteilen, um andere Menschen zu liquidieren. War jeder Traumatäter vor ein Traumaopfer sozusagen? Absolut. Da bin ich felsenfest davon überzeugt und da muss man mir mal jemand zeigen. Das wäre ich gespannt. Also wenn jetzt die Zuschauer sagen, da weiß ich jemand, der war doch vorher, der ist ein Täter, der war doch vorher ein Opfer. Schauen wir uns gemeinsam an, dessen Biografie schauen wir uns an. Und dann, ja, also ich bin ja Wissenschaftler. Und als Wissenschaftler sagst du natürlich nie was Absolutes in dem Sinne, dass du sagst, sondern was, okay, empirische Überprüfung, gibt es einen, zeige ihn mir. Und dann muss ich vielleicht meine Aussage relativieren, die ich jetzt mache. Aber im Moment sage ich, ich habe noch niemanden getroffen, der Traumatäter ist, der nicht vorher, gerade als Kind auch und frühkindlich, vorgeburtlich teilweise auch zum Traumaopfer, erstmal Traumaopfer ist. Okay. Hört sich jetzt alles sehr schwierig, sehr schlimm, sehr negativ an auf den ersten Blick. Könnte aber auch eine große Chance sein für Veränderungen, für Wandel zu etwas, ja, zu mehr Heilung, zu mehr, jetzt ja, zu etwas Positivem. Wie schätzt du die Lage ein? Wie siehst du das? Ist das eine große Chance oder ist das eher so nur positives Wunschdenken? Sag mal so, unser ganzes Leben ist eine Chance, endlich der zu werden, der wir sind, ohne in der Spaltung zu leben. Ja, also im Grunde kannst du sagen, dein ganzes Leben ist voller Gelegenheiten. Also wenn du früh traumatisiert worden bist, wenn du dieses erfahren hast, ich bin nicht geliebt, nicht gewollt, nicht geschützt, ist eigentlich dein ganzes Leben, ob das eine Beziehung ist, die dir das widerspiegelt, ob das eine Krankheit ist, eine körperliche Krankheit ist, ob das eine psychische Problematik ist, ob das irgendwas ist, was du Probleme hast mit Geld, wie auch immer. Ja? Alles ist immer eine Chance, endlich dann hinzugucken, woher das kommt, dann auf die Ursachen zu schauen. Und heute kann man sagen, ja klar, durch diese globale Situation, ja, wo vielen Menschen auch, sage ich mal, auch ihre Lebensstrategien beschnitten werden, ne? Weil viele, sage ich mal, herumreisen, Urlaub machen, dies und das, muss man auch sehen, dient bei vielen Menschen dazu, ich will jetzt niemanden abstreiten, er soll in Urlaub fahren und so weiter, aber ich kenne es ja von mir selber, es kann auch eine Ablenkung sein, ja. Du verreist irgendwo hin, weil du mit dir nicht, weil du nicht zur Ruhe kommst innerlich, weil du nicht bei dir sein kannst. Weil wenn du bei dir bist, dann steigen eben Traumagefühle hoch. Also das ist eben so, denke ich, dass bei vielen Menschen jetzt auch durch diese massiven Einschränkungen auch ihre Überlebensstrategien eingeschränkt werden, ja. Und sie natürlich dann natürlich überlegen, mach hier, welche neuen Überlebensstrategien kann ich mir jetzt kreieren? Oder das andere, auf was kommt es eigentlich an? Auf was kommt es in meinem Leben an? Warum bin ich eigentlich auf dieser Welt? Wozu bin ich da? Was will ich auch selber in die Welt bringen von mir? Und sich diese Frage dann auch nach dem Wesentlichen zu stellen. Was ist wesentlich? Und ich finde diese Frage, wer bin ich, was will ich, das ist eigentlich die wesentlichste Frage, die es gibt. Und das ist insofern eine globale Chance im Moment. Und ich glaube auch, dass viele Menschen diese Chance im Moment ergreifen, auch wenn man ein bisschen Zeit hat dann dafür, nicht mehr in diesem Hamsterrad von du musst jetzt das und das und das machen und arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und man kommt dann zur Besinnung, man kann vielleicht viel lesen, man kann sich solche Interviews wie die unseren anschauen, hat jetzt Zeit vielleicht dafür. Und ja, und kommt dann vielleicht auch über den Kontakt mit anderen Menschen, die ähnlich denken, kommt man dann doch zu was Wesentlichem. Also insofern kann man es durchaus sagen, ist es immer auch eine Chance. Ja, jede Krise ist immer auch eine Chance. Die Frage ist nur, ergreifst du sie oder lässt du auch diese Chance wieder vorbeiziehen? Dann wäre natürlich die Frage, wie kriegt man jemanden dazu oder wie hat jemand von sich selbst aus die Motivation, diese Prozesse einzuleiten? Du hast es zwar gesagt, ja, wer bin ich, was will ich, aber wenn ich jetzt jemanden auf der Straße sage, hey, guck mal, das ist jetzt eine große Chance für dich. Frag dich einfach, wer bist du, was willst du und so weiter und so fort. Dann entweder er wird abwinken oder er wird vielleicht auch es verstehen, aber er
da kommen dann vielleicht keine Impulse weiter von ihm. Also was würdest du Menschen raten, die das jetzt verstehen, auch wie wichtig es ist und die das auch machen möchten? Ja, also meine ich, die Straße ist meistens kein guter Ort, um Leute wirklich zu erreichen, sondern wenn, dann kommen die Leute, bei mir ist es ja so, ne, das ist vielleicht eine Sondersituation, bei mir kommen jeden Tag Leute auf mich zu.